Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play The Evil Within. Wieso ist dieses Spiel so fucking unscharf? Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Also ich erinnere mich da wenigstens nicht dran. Also dieses hier, ne, was wir eben hatten, das ist jetzt behoben. Ich habe den Controller einfach rausgezogen, damit scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Aber dass das jetzt so unscharf ist... Ich müsste halt echt das Spiel neu laden, anders kriegen wir es nicht hin. Und hier komme ich irgendwie auch nicht mehr raus. Ich glaube, ich lasse mich einfach nochmal umbringen. Vielleicht bringt das ja was. Hallo, möchte mich irgendjemand... Okay. Jetzt ist alles wieder scharf. Hä? Was zum Teufel? Das ist doch nicht in Ordnung. Assimilation des Probanden. Erste Symptome, stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung, gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Ich bin mir echt nicht sicher, welches das ist. Ich nehme einfach mal das da. Okay, es war das Richtige. Interessant. Wieso ist das hier so unscharf? Das ist doch nicht so gewollt. Das muss ein Bug sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Hier sieht's toll aus. Okay, hier müssen wir auch noch wieder einen Knopf drücken. Hier ist halt eine verwelkte Blume und eine ganze Blume. Wir müssen logischerweise die ganze nehmen, glaube ich. Ja. Und wieder zurück in die unscharfe Realität. Wieso ist das so? Der Raum war in der PS3-Version nicht so. Und ich glaube nicht, dass die PS3-Version der Bug war. Ja, da muss ich rein. Das ist doch so nicht in Ordnung. Ich wette jetzt gerade, die letzte verkacke ich jetzt, nur weil ich ein bisschen zu dumm bin. Notiz aus unterirdischem Labor. Er lügt. Er lügt seinen Sohn an, sein eigenes Fleisch und Blut. Wie unverschämt. An einem besseren Ort, dieser Heuchler. Dieser scheinheilige Schwachkopf. Ich kenne die Wahrheit. Ich kenne ihn besser als er sich selbst. Er möchte mich wieder mal bestrafen, denn er hat uns unsere Vertrautheit übel genommen. Er glaubt, er könnte sie gegen mich verwenden. Hält er mich für so blöd? Lara ist nicht tot. Na gut, verkacken wir mal. Boah, das ist krass. Ich habe keine Ahnung. Funktioniert das Rechte denn? Ja, das wird funktionieren. Das wird auch funktionieren. Komme ich hier nochmal raus und kann ich irgendwie Hinweise suchen oder so? Okay, ich kann mit meiner Maus sprinten. Komisch. Boah, kein Plan, Mann. Man kann ja auch nicht wirklich ausmachen, auf welchen Knopf er zuletzt gedrückt hat, weil da ja nicht wirklich viel Blut drauf ist. Ach Gott. Ich habe irgendwie voll das Bedürfnis, das zu nehmen. Ich wette, das ist das Falsche. Okay. Hände vor die Augen halten. Und einloggen, es funktioniert nicht. Dann loggen wir halt so ein. Tot, tot, tot. Och.
Thank God. Oh mein Gott. Jetzt wird's wieder unscharf. Tolle Sache. Cool. Hier ist plötzlich eine Tür. Aber das kann doch nicht Absicht gewesen sein, dass das so krass geblurrt wurde. Oh, da ist der Dude vom Anfang. Joseph. Gott sei Dank bist du okay. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber definitiv nicht okay. Okay. Du hast mich hergebracht. Oh Gott. Was war das? Mein Kopf fühlt sich an... an wie... Hörst du das? Wir müssen hier raus. Kannst du... Was ist das da drin? Ich... Oh. Joseph! Schon viel besser. Wieso muss ich das tun? Das war meine Gesundheit. Die habe ich mir hart erkämpft. Wir müssen hier raus. Das ist doch nicht in Ordnung. Ach, na gut. Muss ich hier hin? Der hatte noch einen Kopf, sorry. Ah. Nichts. Nein. Hallo, Typ. Aha. So, nichts. Aha. Bitte geh weg. Muss ich irgendwas nachladen? Nee. Schade. Aha. Ja gut, das war fair, da war fast überall was drin. Hier ist nichts, okay. Halt die Augen auf. Oh oh. Ja, Joseph, du könntest auch mal ein bisschen was tun. Das fände ich auch nicht schlecht. Oh, er ist schon auf der anderen Seite. Stirb. Dankeschön. So. Hier ist nichts mehr. Perfekt. Dann muss ich hier nicht weiter rumsuchen. Da sind ein paar Munitionsdinger drin von der Waffe, die wir voll haben. Obwohl ich kann nachladen. Cool. Ich möchte trotzdem erstmal die im Anschlag behalten. Einfach weil die ein bisschen krasser ist und mehr fetzt. Aha. Toll. Dann machen wir Folgendes. Wir nehmen einfach eine davon, weil... Warum nicht? Bitte bring ihn um, Joseph. Ich halte ihn auf, schieß einfach nur auf ihn. Wir könnten ein paar neue Streichhölzer gebrauchen.
Die wollte ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Dann machen wir mal eben Folgendes. Wir gehen in die Harpune, wechseln die Munition hier rauf. Mist, ich glaube, die hat der schon. Achso, okay. Dann hat er die auch schon direkt gespannt. Und so können wir dann noch eine dritte aufnehmen. Ist das nicht schlau? Hier ist nichts mehr. Dann gehen wir mal nach unten. Na toll. Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Meinst du, wir kommen daran vorbei? Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Vielleicht. Es bleibt dir keine andere Möglichkeit, mein Freund. Na, easy. Einfach alle drei ausschalten. Fertig. Das fiel ihm ja schwer. Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, es wäre irgendein Gerät. Der sieht ja gesund aus. Will der uns jetzt angreifen? Ich hoffe mal nicht. Nö. Joseph, nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... So ein creepy Spiel. Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Nein, echt? Wie kommst du denn darauf? Ist mir ja überhaupt nicht aufgefallen. Alles voll normal hier. Gut, dann mal rauf da. Dankeschön. Muss ich die auch noch extra einschlagen? Ach ne, die ist voll. Okay. Wenigstens ein paar Streichhölzer. Die konnten wir echt gut gebrauchen. Den möchte er nicht. Da gehen wir noch nicht hin. Dann würde ich sagen, wir werden jetzt noch so ein bisschen unser ganzes Zeug loswerden. Sprich, das Gehirn und so. Und dann können wir die Folge auch langsam mal beenden. Geht es Ihnen nicht gut? Aha. Patienten der Nervenklinik sprechen von Missbrauch. Missbrauch, nur Spitze des Eisbergs. Patienten der Beacon-Nervenklinik behaupten, dass sie von Fremden für Verhaltensexperimente missbraucht wurden. Interessant. Das kommt mir auch gerade recht. Ich wollte sowieso die Aufnahme für heute von diesem Spiel erstmal beenden. Dann habe ich vielleicht, wenn ich demnächst wieder aufnehme, etwas bessere Laune. Ich wollte auf jeden Fall Reserve und Schrotflinte war's, oder? Ach komm, das gönnen wir uns mal. Aber irgendwas, ach so, ja, ich wollte Reserve für die Dings erhöhen. Das kostet auch nicht so viel. Und... Ja gut, so sollte es passen. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich speichere jetzt noch, aber ich glaube, das müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt reinziehen. Also ja, setz hier einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin! Darkness twisting me around. There is nothing. Thank you.
just turns itself around and around. The night jumps.